Herzlich willkommen bei einem neuen, nennen wir es mal Projekt. Und zwar handelt es sich dabei um das erst kürzlich erschienene Spiel Next Day. Doppelpunkt Survival. Keine Ahnung, ob das in den Spielnamen dazugehört. Es handelt sich, schwer zu erkennen, um ein Survival-Spiel, bei dem es, wie man im Hintergrund schon sieht, um Waffengewalt geht. Ich habe gedacht, das Spiel könnte für den einen oder anderen, wenn wir korrekt gendern, für die ein oder andere, ganz interessant sein. Also schauen wir doch mal, was das Spiel so hergibt. Ich muss dazu erstmal sagen, ich habe keine Ahnung, ob das Spiel was taugt. Ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt. Aber ich dachte mir, finden wir es doch einfach mal gemeinsam raus. Die Fragen werden sich dann über kurz oder lang doch bestimmt beantworten lassen. Also erstmal würde ich mal vorschlagen, wir schauen mal auf Spielfiguren. Und da kann man hier für den Hauptmodus Einzelspieler PvE, also Player versus Environment, also nur gegen die Umwelt, letzte Überlebender. Okay, ich würde sagen, wir spielen einfach mal den Hauptmodus und bauen uns hier mal eine zünftige Spielfigur. Also Kopf kommen wir zur Auswahl. Ganze 6 Köpfe, okay, alles klar. Wen nehmen wir denn? Zeugen mich jetzt alle nicht so. Und nehmen wir ihn hier, der schaut besonders grimmig. Den Körper. Also das ist ja eine überragende Vielfalt an Kleidungsstücken des Oberkörpers. Sagt ihr? Ah ja, so bitte. Schwarzes Tanktop. Kann sich immer sehen lassen. Legs. Nehmen an, es handelt sich um die Unterbekleidung. Boxershort. Oh. Was? Nur Boxershorts? Okay, alles klar. Also, was ich noch zum Spiel sagen muss, was ich weiß, ist, dass es in einem fiktiven Oststaat spielt. Sagen wir mal osteuropäisch vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und der Staat wurde mit einem Giftgas nahezu unbewohnbar gemacht. Und dann gibt es eben Plünderer und Zivilisten, wie man hier rechts unschwer erkennen kann. Und eben feindliche und freundliche Spieler, die entweder computergesteuert sind, also KIs oder eben menschliche Spieler, die uns eventuell töten wollen, vielleicht mit uns handeln wollen. Mal schauen. Also nehmen wir doch eine schwierige Frage hier zum Anfang schon. Nimm die schicke gestreifte Boxershort, ach. Lady Killer. Also, und dann starten wir hier einfach mal ein Spiel. Und haben jetzt hier einen schicken Kerl für den Hauptmodus ausstaffiert. Also starten wir hier mal. Spielregion gibt es nur Severufimsk. Also irgendwas östlich orientiertes. Gehe? Einzelspielermodus wollen wir nicht. Können wir noch zurück? Ah, ein Spiel finden. Ja, wir wollen ja keins starten. Wir möchten ja auf einem bestehenden Server hier mal starten. Haben wir PvE? Wollen wir PvP? PvE oder in den direkten Hauptmodus rein? Also, kann sein, dass wir gut auf die Mütze bekommen. Also, dann schauen wir mal. Würde ich jetzt auch nicht zu lange hinhalten. Hier, sieht doch gut aus. 14 von 16. Da sind wir also vor uns schon mal ein sowjetischer Raketenlaster, was auch immer. So, also hier können wir rennen. Brich! Alles klar. Bin ich nämlich auch, definitiv. Habt ihr verstanden, was der Herr gesagt hat? Egal. Sichere Zone, das sieht schon mal gut aus. Hier einfach mal schauen. Also die Grafik haut mich jetzt erstmal nicht vom Hocker. Wir fast auf maximalen Details. Da fallen schon Schüsse. Also, ich glaube, außerhalb geht es da richtig zur Sache. Viel Glück, mein Freund. Anscheinend bist du neu hier. Ich bin Stas. Bleib in meiner Nähe. Ich werde dir mit dem Anfang helfen. Ich habe ein Messer und das ich im Randgebiet des Lagers verstecke.
Wenn du mir etwas Reisig für das Feuer besorgst, dann verrate ich dir das Versteck. Verstanden. Also dann sorgen wir dem guten Mann mal etwas Reisig für das Feuer. Ich weiß nicht, warum er das nicht selber machen kann. Er sitzt doch hier direkt daneben. Ich nehme einige trockene Zweige ab. Sieht ja wunderschön aus. So. Gleich sind wir fertig. Euer Gegenstand hinzugefügt. Okay. Hier haben wir Reisig. Eignet sich perfekt für das Lagerfeuer und zum Kochen. Super. Tempo zurück. Ausgezeichnet. Durch die Nacht müssen wir nicht frieren. Ich hatte dir ein Messer versprochen. Bla 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 bla. Es ist anstrengend, Leute. Ich will euch nicht immer mit diesem nervigen Dialekt. Nichts gegen die Leute, die so sprechen, aber bei mir ist es nervig. Langweilen. Später wieder. Ich habe immer Arbeit für dich. Alles klar. Einsammeln. Müssen wir irgendwo in den Norden. Was haben wir hier denn als Grundausstattung? Eine Karte und eine Uhr. Und gewalttätige Nachbarn, so wie es sich gerade anhört. Okay. Haben wir irgendwo einen Kompass? Ah, hier ist die Karte. Hier ist Norden. Und der hat ja gesagt, er hat das Messer irgendwo im Norden vergraben, oder nicht? Da. Ist mal wieder nicht gut gelesen. Wieder alles an mir vorbeigegangen. Ich will hier keinen Reisig sammeln. Was haben wir denn? Ah, hier, es ist ja markiert, meine Güte. Da bin ich echt richtig blind. Die vergangene Folge von Friday the 13th, die Blindgänger-Folge. Erinnert mich echt daran. Ein Zaun nach dem anderen, nicht? So, da wären wir. Küchenmesser. Können wir das jetzt irgendwie ziehen? Nein. Ah doch, hier, auf 3. Ja, sehr gut. Wie packen wir es wieder weg? Ach, einfach nochmal drücken. Sehr gut. Okay. Haben wir noch einen, der mit uns sprechen möchte? Okay, noch ein Versuch. Hey, wie geht's? Ich bin Sanitäter. Ich helfe dir weiter, wenn es hart auf hart kommt. Die Jungs im Krankenhaus brauchen Medikamente. Die Wölfe haben... Warum boxt er den Mann jetzt neben mir? Das ist leicht irritierend. Hör auf damit. Reden wir nochmal. Die Wölfe haben all die vorhandenen Medikamente aufgefressen. Tu mir einen Gefallen und geh zur zweiten Baracke, um dort nachzusehen. Ich habe dort einige medizinische Vorräte unter der Koje versteckt. Werde mich revanchieren, versprochen. Okay. Jetzt brauchen wir in der zweiten Baracke... Wir brauchen nichts dafür. Wir schauen einfach in der zweiten Baracke nach. Warum macht er das nicht selbst? Und da wird schon wild geballert. Ich dachte, das wäre eine sichere Zone. Scheint keinen zu interessieren, ob hier rumgeschossen wird. Egal. Ja. Hä? Ah, es geht ja noch weiter. War schwer zu finden. Gleich. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Legen wir es einfach mal dazu hin. Ja, genau. Im Hinlegen geht's dann. Sehr gut. Und wieder hoch. Kamerad. Ist hier noch irgendwas? Was ist das hier nur der Ort für das eine Questziel? Was haben wir hier Feines? Das können wir nicht mitnehmen. Nein, hier auch nicht. Ghetto Blaster. Nein. Riesige Leute hier. Fernseher. Ah, Ballonmütze. Ja. Wow. Wow. Ach, hat sich ja schon gelohnt, hier reinzuschauen. Können wir die Schuhe wirklich nicht mitnehmen? Ich weiß gar nicht. Wir sind barfuß. Ja, so ging es vorher nicht. Sneaker und Jeans. Sieht keiner mehr unsere schicken Boxershorts.
Ein Jammer. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles geplündert. Ha, dem haben wir schon was voraus. Die hübschen neuen Klamotten. Okay, jetzt geben wir hier Medizin ab. Oder das? Einsammeln, was haben wir jetzt bekommen? Individueller Verbandskasten. Okay. So, Aufgabe abgeschlossen. Der Herr ist uns bestimmt unendlich dankbar. Warum husten wir rum? Symbole gefallen mir nicht, da unten blinken. Unterkühlung. Oh. Kälte durch die Unterkühlung. Also was ist denn das für ein Jammerlappen? Sind wir gerade mal ein paar Minuten draußen und schon ist er erkältet. Dass die ganze Zeit so weiter hustet, das würde mir gewaltig auf den Wecker gehen. Können wir irgendwie ein normales Tempo wechseln? Wie geht denn das? Mal nachschauen. Maske auf Gesicht. Ich würde ihm gerne den Husten abdrehen. Das wäre eine tolle Tastenkombination. Begrüßen, aufgeben. Komm nicht in Frage. Vergesst die Taste. Hab's jetzt nicht gefunden. Egal. Bis zum nächsten Mal weiß ich's. Oder auch nicht. Wenn es es vielleicht gar nicht gibt. Jetzt hör doch mal auf. Können wir vielleicht die Unterkühlung am Lagerfeuer loswerden? Bestimmt. Okay, Unterkühlung schwere 98%, also. Ah, hier ist noch so ein Erkälteter. Oh, geh weg von uns. Also ist ja. Der vom Leib. Ah, der hat auch noch die Standard-Boxershorts. Er kann also stiltechnisch gleich mal gar nicht mit uns mithalten. Alles klar. Wäre irgendwie die Möglichkeit für Untertitel. Würde auch enorm helfen. Ich glaube, ihr habt doch irgendwas gesehen. Also auf T können wir kommunizieren. Falls wir das denn möchten. Müssen wir hier im Duett? Was haben wir denn hier? Ist hier keine Untertitel. Okay, das Spiel macht es nicht wirklich einfach. Wie schwer sind wir denn jetzt unterkühlt? 88%. Leute, ich werde euch auf jeden Fall schneiden. Ihr sollt ja nicht die ganze Zeit mir zuschauen müssen, wie ich hier am Lagerfeuer stehe. Das ist ja ein bisschen unspektakulär. Geht das denn schneller, wenn wir uns da reinknien? Besser? 84%. Zustand wiederherstellen. Die Erkältung, was machen wir gegen die Erkältung? Inhalt Schmerz, stillende und antibakterielle Medikamente. Jetzt habe ich mich bei der Mission erkältet, weil ich unterkühlt bin und bekomme als Belohnung irgendwas, was das Ganze los wird. Okay, dann nehmen wir den einfach mal. Okay, einfach mal Pillen reinwerfen. Egal. Zustand wiederherstellen. Sorry, mein Name. Gar nichts gebracht. Okay, dann schauen wir doch einfach mal hier rein. Gibt es hier irgendwie eine schöne Jacke, die uns unsere Probleme gleich vom Leib hält? Da liegt doch was. Eine Jacke, aber. Eine Atemschutzmaske. Nicht schlecht. Aber das Husten hört man leider immer noch. Hören wir noch? Hier gibt's auch was Feines. Motorradhandschuhe. Also, so langsam läuft's. Rückwärts und bergab, aber es läuft.
Und dieses Husten. Hier. Patronen. Nehmen wir natürlich mal mit. Er weiß, wozu wir sie noch brauchen. Und hier ist schon der Seitausgang. Okay, hier war die Stelle, von der wir zum Messer gelangt sind. Vielleicht irgendwas nachgespawnt? Das gibt es ja häufig in solchen Spielen. Hier, oder habt ihr was übersehen? Vielleicht gibt es hier noch eine schöne Jacke oder sowas. Dann ist uns nicht mehr ganz so kalt. Ich glaube, hier ist wirklich Feierabend, was Items angeht. Jetzt hier haben wir eine wunderschöne harmonische Gitarrenmusik. Ah, während wir wieder auf 84% Unterkühlung sind. Wir haben auch langsam Durst. Die Erkältung wird immer schlimmer. Ärgerlich. Wie kommen wir hier? Oh, hey Kumpel. Hat das dich geschickt? In Ordnung. Die Hauptgruppe verpasst. Geht zum verlassenen Schießstand. Dort wurden Wölfe gesichtet. Einer reicht vollkommen aus. Wenn du diese Aufgabe abschließen kannst, dann hast du etwas gut bei mir. Was kriegen wir denn dann? Irgendwie nichts Hilfreiches. Na, gehen wir mal zum verlassenen Schießstand. Bin unterkühlt und total erkältet, aber das ziehen wir jetzt mal eiskalt durch. Hätte auch mal jemand sagen können, dass der verlassene Schießstand außerhalb des Geländes ist. Ganzes Bataillon von irgendwelchen Raketenorgeln. Hier ist ein einsamer Wolf. Den werden wir gleich mal aufmischen gehen. Ja. So. Komm her, Freundchen. Dieses Spiel gerade mal minimiert. Ich glaube, er gibt uns ganz schön. Wie viel stecken der weg? Ah. Okay. Wir wurden von wilden Tieren gefressen. Alles klar. Auf ein neues Spawn. So. Auf ein neues habe ich jetzt alles verloren, was ich hatte, oder? Tipp wird gleich ironisch. Du musst dich übergeben, wenn du zu viel isst. Ist wirklich. Habe ich jetzt lediglich meine verdammten Boxershorts? Okay. Okay, das ist echt hart. Laufen wir einfach nochmal zum Wolf zurück und gucken, ob wir nicht an unsere Ausrüstung wieder rankommen, wie in anderen Spielen. Okay. Wir sind immer nicht mehr unterkühlt, Freunde. Hat also alles auch ein Positives. Liegt hier vorne was? Nein, das gehört nicht uns, glaube ich. Ist es irgendwas, womit wir was anfangen können? Untersuche die Leiche, also da ist definitiv, sind wir nicht alleine drauf gegangen. Leute, wir haben zwei Uhren. Wir haben einfach zwei Uhren. Wir haben zwei Rucksäcke. Nicht schlecht. Ich würde sagen, das läuft bei uns. Da kommt auch schon der Wolf. Oh mein Gott. Ich komme nicht. Oh nein, er mobbt mich. Da liegt das Messer. Hab das Messer gesehen. Bin schon schwer angeschlagen. Ich laufe jetzt einfach weg. Lass mich hier draußen töten. Oder? Nein, wir haben ihn wieder. Bin verschreckt oder sind einfach losgeworden. So, jetzt würde ich mal vorschlagen. Dann haben wir uns jetzt hier dieses Messer. Das Messer, so. Nehmen wir uns hier unser Hab und Gut mit. So, sind hier perfekt eingekleidet. Zack. Zack, zack, noch an die richtige Stelle ziehen. Pack it hin, Jung! Er braucht eine schöne Weile, bis es angezogen hat, in Echtzeit. Ah, herrlich. So, sind wir das Stil sicher unterwegs. Jetzt begleichen wir offene Rechnung. Ich glaube, wir bluten. Nicht so anstellen. So. 1 gegen 1, Junge! Oh. Läuft nicht so beim Kamerad, hä? Oh, hat sich wieder gefangen. Oh, wo ist er hin? Ah, komm, Junge, komm. Ha, keine Chance hat er gehabt. Keine Chance. Was machen wir jetzt mit ihm? Heute.
Errungenschaften haben wir auch freigeschaltet. Nicht schlecht. Das hört sich appetitlich an. Ich glaube, uns geht es nicht ganz so gut. Schwere Blutung, Gesundheit, Schwere. 91% Gesundheit. Ganze 91% Gesundheit. Warum ist es dann rot? Entwickelt sich das schlechter? 97% Gesundheit, oh. Ich glaube, wenn wir 100% gesund sind, dann war es mit uns. Dann wisst ihr, was praktisch ist. Wir können einfach hier zurücklaufen. Wir spawnen jetzt einfach neu und dann haben wir ja eigentlich theoretisch genau dasselbe Inventar noch einmal. Okay, jetzt haben wir nochmal einen Rucksack. Also ich glaube, brauchen wir nicht. Isaac nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Mehrere Karten brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ich denke mal nicht, dass die so viel wert sein werden. Dicken Sneaker. Coolen Handschuhe. Nehmen einfach 3 Uhren mit. Uhrendekadenz. So. Und ich eine Hose wieder an. Handschuhe. Und das Mützchen. Jawohl. Und wieder zurück zu unserer Basis. Mit diesmal voller Gesundheit. Also 0% Gesundheit. Wird im Chat auch schon fleißig kommuniziert. Und ich werde diskriminiert. Ich bin des Kyrillischen leider nicht ganz so mächtig. Also mein Russisch ist gerade ein bisschen eingerostet. Hier können wir uns hier. Oh, meine Herren. Hat aber auch die Grobmotorik von so einem Elefanten, der irgendwie gehandicapt ist. Braten wir uns hier mal ein Fleisch. Wie wir dem Feuer einfach ein bisschen winken. Interessante Technik. Gucken, was bei rauskommt. Machen wir einfach nochmal. Vielleicht bringt es uns ja was. Hier kommt ein maskierter Mann, der hier einfach durchs Feuer läuft, sich zu uns gesellt. Dicke Jacke, können wir dem irgendwas anhaben? Was ist das? Ist das ein Spieler oder ist es irgendein NPC, also ein computergesteuerter Spielercharakter? Es ist. Einfach angreifen. Und angreifen. Geht es? Ey Leute, wir haben unser Messer nicht. Wo ist unser Messer hin? Nochmal zurück zur Europalette. Geht ja nicht ohne unser Messer. Wie wollen wir denn einem die Jacke abnehmen, dass wir nicht mehr frieren, wenn wir überhaupt keine Waffe haben? Jetzt gleich mal das Messer hier finden, das natürlich nicht im Inventar ist, sondern wahrscheinlich irgendwo auf dem Boden liegt. Wenn es denn da liegt. Ja. Ah, geh mal weg hier. Genau. Hier, altes Ich. Ja, genau. Sehr gut. Super. Und was haben wir denn hier? Sieht stark nach einem Messer aus. Okay. Hier wollten wir hin. Gut. Dann wieder auf zum Lagerfeuer. Das ist der Plan. Wir schneiden dem Herrn einfach die Kehle durch und klauen uns die Jacke. Das gehört schon zur sicheren Zone. Ich glaube, wir können ihn gar nicht angreifen, wenn wir in der sicheren Zone sind. Ein Versuch ist es wert, was sagt ihr? Freilich, wenn wir hier so glücklich sind. Ich meine, wir sind ja in irgendeiner apokalyptischen Welt, da. Oh. Okay, es interessiert ihn einfach nur mittelmäßig. Und er hat einfach mal Kalaschnikow rausgeholt. Egal, verhalten wir uns friedlich. Gut, es interessiert die anderen eh nicht, wenn wir anderweitiges tun, aber naja. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Auftraggeber und sagen ihm, wir haben so einen Wolf mit Bravour erledigt. War es im zweiten Versuch, aber ist am Ende. Okay, super, kriegen wir das alles auf einmal? Hä? Haben wir es bekommen? Hä? Hat uns abgezogen. Er geht einfach weg. Hallo? Okay.
Ja. Okay, wir wurden das erste Mal knallhart abgezogen. Auftraggeber hat einfach so getan, wenn er uns nicht kennt. Und doch weniger Durst, Skill-Level. Was? Das ist nicht die Belohnung. Das Resultat davon, dass wir einfach nichts getrunken haben. Gut. Also nicht gut. Ah, hier können wir uns umschauen. Wir sind schon ein hübsches Kerlchen. Kann ich nur so sagen. Wie der Geselle hier links neben uns sieht auch irgendwie ein bisschen suspekt aus. Eine sehr schicke Gasmaske, irgendwie vielleicht pervers aus. Mit seinen Boxershorts, aber naja. So sind die Leute in diesem Land halt. Scheint die traditionelle Tracht zu sein. Jetzt müssen wir hier wieder das übliche Spielchen machen. Aber es wird schon grün, die Unterkühlung. Und ja, wir laufen langsam aber sicher auf den Morgen zu. Und hier haben wir irgendwas. Was will er denn? Erreiche die Höhle des Wolfs. Ach, das hat die Mission abgebrochen. Jetzt müssen wir den Wolf nochmal um die Ecke bringen. Wir haben ihn doch schon vernichtet. Das ist ja Feuerzeug. Aha. Der stürmt schon neben an uns vorbei. Ignoriert er uns einfach und haut wieder ab. Eine sehr irritierende Kampftaktik. Hallo? Ah, er läuft ja gegen seinen Lieblingsbusch. Alles klar. Okay, Kollege. Bin leider geschickt worden, um dich umzubringen. Ah, wir laufen einfach hinter ihm her. Ja, das ist clever. Er dreht sich nicht so schnell. Geht er schon euch durchschaut. Schon euch die Spielmechanik durchschaut, eiskalt. Ja, hallo? Hallo? Okay, er hat unsere Spieltaktik durchschaut, rennt uns einfach davon. Hallo? Ich bin hier, um dich umzubringen, also lass dich gefälligst umbringen. Ja, das ist unvermeidlich, ist mal wieder geschehen. Können wir ihn wieder häuten? Und wir bluten wieder. Was machen wir jetzt damit? Also mit der Blutung? Ist eine Idee. So, hätten wir mal dieses verdammte Verbandsmaterial nicht konsumiert und gehofft, dass wir die Erkältung loswerden. Ich gewusst, dass wir die einfach durch einen simplen Tod loswerden können, dann hätte ich es ja gleich gemacht. Dann schauen wir uns hier mal um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was uns weiterhelfen kann. Hier, blaues Hemd mit kugelsicherer Weste. Ja, das ist ja wie Weihnachten. Das ist ja jetzt richtig stark. Also, wenn wir jetzt nicht bluten würden und bald wieder draufgehen, dann wäre ich jetzt frohen Mutes, aber sieht mal wieder nicht ganz so gut für uns aus. Okay. Schauen wir uns hier weiter um. Finden wir hier noch den erlösenden Verbandskasten oder irgendwas? In der Art. Was bringt uns überhaupt das gebratene Fleisch? Nahrung und Wasser. Ah, das zieht uns jetzt kein Wasser ab, sondern es bringt uns Wasser im Gegensatz zum rohen Fleisch. Okay. Leuchtet mir jetzt nicht so ein, aber egal. Ich muss nicht alles hinterfragen. Es ist, wie es ist. Was mit unseren Missionen? Ah, rede mit Kostian. Also er ist zufrieden mit uns. Gut, okay, dann gehen wir hier mal zurück. Vielleicht mit etwas Glück können wir irgendwo einen Verbandskasten herbekommen. Vielleicht von diesem verrückten Dr. Stas. Der uns am Anfang schon einen gegeben hat. Gibt uns nochmal einen. Wenn wir ihn ganz lieb drum bitten. Jetzt schon einiges zu verlieren. Jetzt haben wir eine kugelsichere Weste, aber keine Pistole. Leider immer noch keine Jacke. Wir kühlen aus. Oder kühlen wir noch aus? Es geht runter, die Unterkühlung. Bin ich sicher. Geht sie? Ja, sie geht runter. Freunde, sie geht runter, die Unterkühlung. Wir haben unseren ersten Feind schon bezwungen, nämlich die Unterkühlung. Müssen wir noch diese nervige Blutung loswerden. Können wir uns jetzt was aussuchen, oder? Mit dem Isolierband müssen wir irgendwie uns selbst flicken können. So, einsammeln. Hat uns einfach mal ausgelacht. Laufen wir jetzt mal hier hin. Können wir das dort schnappen?
Wenn wir munter weiter bluten, also Leute, das gefällt mir nicht. Also unsere Gesundheit läuft schon wieder auf 77% Beschädigung zu. Okay. Ah, hat uns die Markierung mal richtig geprankt. Ah. Sehen wir hier? Ja, Medikamentenschrank. Nein, ist leider nur eine Attrappe. Und wieder zurück. Ja, aller Anfang ist schwer. Und haben wir hier? Eine Metallstange. Nicht genug Platz. Okay, dann müssen wir wohl eine unserer Uhren. Okay, zwei unserer Uhren. Groß werden. Eine Metallstange. Nicht schlecht. Können wir mit der auch zuschlagen oder zu was ist sie geeignet? Ah. Okay, wir fahren einfach mal wieder tot um. Aber wir sind hinterm Gebäude, das heißt, man sollte uns vielleicht nicht gleich entdecken. Also, wieder von vorne. Hier nehmen wir das Reisig noch mit. Panzertape. Und das Brett vorm Kopf, das obligatorische. Und jetzt schieben wir uns wieder zur Seite. Hier müsst ihr irgendwo das Messer rumfahren. Ist es das? So. Jetzt sind wir wieder auf dem üblichen Stand. Die Unterkühlung sollte wieder runtergehen. Tut sie das? Ah, tut sie das? Tut sie das? US. Ja, 0%. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir auch schon das nächste Questziel. Das geht ja Schlag auf Schlag hier in Osteuropa. Gut, jetzt sehen wir aus wie so ein Büroangestellter auf Wanderschaft, was auch immer, mit kugelsicherer Weste, ein bisschen irre. Okay, aber ich würde sagen, was dieser Mann für uns parat hat, der mysteriöse Kostjan, wartet in der nächsten Folge. Bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.